Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Ein Casino. Theater aktivieren. Bist du ein Schlaukopf oder ein Schwachkopf? Ein Schlaukopf reinigt jeden Sonntag ungefragt das Gewehr seines Vaters. Ein Schwachkopf schießt jeden Tag Mäuse damit und stellt das Gewehr schmutzig zurück. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. So. Das ist dasselbe, denke ich mal. Bist du ein Schlaukopf? Nein. Dasselbe. Kommen Sie! Lassen Sie sich mit unserem Landesvater. Verzeihung, aber darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Danke. Eine Limonade, ja, die nehmen wir doch mal. Silver Coin Kanisha. Hier, für die Kasse. Ich weiß nicht. Hier, Mr. DeWitt. Manchmal denke ich, die Vox Populi. Perfekt getimt. Einfach. Naja, ich habe nie einen getroffen. Das ist ja das Raffinierte. Man sieht sie nicht, aber sie sind überall. Jede Menge Roboter. Whites. Also nur für Weiße hier. Wo müssen wir denn lang? Kriege ich lieber zur First Lady nach da oben. Gehen wir erstmal hier rein. Hall of Heroes Memorial Gift. Warum gibt es eine Toilette für Farbige und eine für Weiße? Ist eben so. Das macht's doch nur unnötig kompliziert. Das ist wohl wahr. Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich mit da reinkomme. Nee, bleib du ruhig mal da und wir hören uns mal hier dieses Voxophon an. Als Junge hatte ich einen Hund namens Bill. Und wie alle Hunde war Bill ein loyaler Freund. Hätten wir ihn nicht gefüttert, Bill wäre loyal gewesen. Alles okay. Bill wäre loyal gewesen. Erst wenn der Farbige dies von sich behaupten kann, wird er seinen Platz in der Gesellschaft finden. Die ist leer. Mr. DeWitt? Ja, ich komme. Sekunde noch. Hier, für Weibchen. Wollen Sie unbedingt, dass wir verhaftet werden? Das ist uns egal. Vielleicht hier irgendwas Schönes noch versteckt. Die Toilette liegt mit Geldbeutel. Ja, hier ein bisschen Kohle ist immer gut. Münzen unter der Matratze. Dass du rumrennst und sämtliche Mädchen abküsst, ist eine Sache. Aber die kleine Mary McCarthy? Und diese schreckliche Erin O'Malley? Wenn dein Vater das erfährt. Schlimm genug, dass er diese Kartoffelfresser bei sich beschäftigen muss. Oh, Frederick, du bringst mich noch zur Verzweiflung. Also nett gemacht, dass hier alle ein bisschen was am Quatschen sind. Hier haben wir wieder so ein kleines Kopf, wo man reingucken kann. Das Wort des Propheten präsentiert die Lösung. Die Texte sind so schnell. Seht den Trinkenden, den Faulenzer. Seht die Hure, seine. Oh.
Komm, Kleine. Dann rennen wir mal weiter. Sie geht arbeiten, oder? Ja, bei einer Zeitung. Tja, Frauen von heute machen das wohl so. Ist trotzdem nicht richtig. Annabelle? Bitte sehr. Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Strange. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Wird wohl regnen. Besser Regen als Schnee. Ja, das ist auch wieder wahr. Vorsicht, hier ist frisch gekehrt. Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Ich glaube schon. Dann, einmal bitte. Was macht das? Einen Silberigel. Okay. Seltsamer Dialog. Die Gondelstation. Alt war das? Also die lassen mich hier alles durchsuchen und mitnehmen, das ist ihnen total egal. Das wäre, glaube ich, auch zu viel verlangt, dass das dann als Diebstahl direkt gilt. Ich weiß nicht. Ich vermute, er hat eine Waffe. Hey. Klar. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, habe ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister, Sie werden sich Ihren Anzug noch mit Senf bedecken. Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Entschuldigung, wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry wegen der Warterei. Was soll denn das? Das hätte nicht passieren dürfen. Gehen Sie weg von mir! Ich wohl direkt drücken müssen. Mistkerl. Rotflinte. Nice one. Elizabeth! Bleib mir vom Leib! Feuer! Stirb! Ach, ich kämpf mal auf meiner Seite. Energie verloren. Mist, den hätte ich direkt erschießen sollen, wo ich das hier mitbekommen habe. Die Frage ist, wie komme ich auf die andere Seite? Schauen wir, ob wir hier noch irgendwas haben. Ui, massig Waffen. Ein weiteres Voxophon. Das
Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar. Aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Die Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Das war schon die sechste Zigarette. Das Warten ist unerträglich. So, Maschinengewehr und Schoddy. Wo ist sie? Das ist doch mal eine gute Kombination. Ach, na toll. Okay, ich muss da lang. Aber erstmal hier rein, da haben wir eben noch was gesehen. Munition für die Schrotflinte. Die können wir nicht durchsuchen. Ah. Fusion. Schildkapazität erhöhen, würde ich sagen. Perfekt. Ah, ein weiteres Voxophon. Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Das. Soldier Field. Bleib einfach, wo du bist! Bleiben Sie mir vom Leib! Hey, komm zurück! Gut gemacht mit dem Wasserfall, nein. Okay, sie will weiterfahren. Gibt's hier noch irgendwas? Übersehe ich was? Ich hoffe nicht. Sie haben diese Menschen getötet. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elizabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Aber ich lasse mich ganz bestimmt nicht mehr so überrumpeln. Zeigen Sie mal die Hand. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht? Ich weiß es nicht. So. Da hätte ich wohl direkt schießen sollen. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich, sie fürs Diesseits zu bewahren. Cool. Unsterblichkeit. Abgefahren.
So, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.